So. Grüß dich. Wir sollen zu alten Mjolen, der lange Weg nach Hause. In Mortal ist ein Graus aus. Ein Geist treibt seinen Unwesen im Haus. Und das sollte sich als nützlich erweisen. Und die große Butter der alten Mjolen, die ist die einzige Shit, die dir gegen die Scheiße helfen kann. Ja, du willst auch sterben. War eine Frage, wie können Skeletthunde eigentlich noch bellen? Mut bringt den Sieg. Nee, dafür nicht. Aber wie können die noch bellen? Die haben doch keine Stimmbänder mehr. Die machen nur noch Knickknack, Knickknack, Knickknack. Ein Troll. Ich hasse Trolle. Der Troll war mal schnell tot. Oh. Reines Wasser. Sehr gut. Sehr gut, reines Wasser. Ich hasse den Chat da unten. Links kann man den wegmachen. Geh weg, Chat. Tschüss, Chat. Chat, ich verbanne dich hiermit aus dem aus dem Universum. Wisst ihr was? Guckt euch das da oben an. Ist das nicht geil? Ich habe die vermutlich einzige Chance in meinem Leben verpasst, das hier zu sehen. Die war nämlich in meiner Heimatstadt zu sehen. Und ich habe das vergessen. Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Das ist traurig. Scheiße. Wir auch nördlich da sehen. Noch eine Reisende nähert sich. Kommt, wärmt euch. Ich will mich nicht wärmen. Ich hab Angst vor dir. Du hast Knochen in der Tasche und... Bei dir hängen Rüben. Die habe ich mal wachsen lassen bei ganz, ganz früher als Kind. Ich glaube, die wurden nichts. Ah. B. Ihr kommt also erneut zu mir. Habt ihr nach unseren Tätigkeiten mit eurem blassen Freund nicht genug? Nun, kommt näher ans Feuer. Wärmt euch auf. Stellt eure Frage. Untote Wölfe haben Habelshof angegriffen und wir haben Freivens Geist gesehen. Er dachte, ihr könntet helfen. Ich fragte mich schon, wann sie jemanden schicken. Doch dass es eine Außenseiterin ist, überrascht mich schon. Ja, ich weiß von den fleischlosen Wölfen, aber der Geist der jungen Freiven... Verstörend. Ich könnte Antworten auf diese Heimsuchung haben. Allerdings brauche ich verfluchte Proben zur Untersuchung. Ihr werdet sie mir holen. Not again. Was für Exemplare benötigt ihr? Blut. Blut. Und Gewebe. Reißt etwas verweste Haut von einer betroffenen Person. Okay. Und kratzt etwas getrocknetes Blut von einem verfluchten Wolf. Bringt mir diese Dinge, damit ich verstehen kann, mit was für Magie wir es zu tun haben. Ich fürchte, hinter Freivens Heimsuchung steckt mehr. Als wir ahnen. Auf diesen Text möchte ich gerne was antworten. Das kommt jetzt. Ich brauche mehr Leichen. Glaubt ihr, meine Beschwörer könnten einfach einen Dämon aus dem Ärmel schütteln, wenn ihnen danach ist? Wir brauchen Blut. Frisches Blut. Das ist wichtig. Und Menschenfleisch, um unsere Magie zu verstärken. Ich erwarte in Kürze eine Antwort von euch. So, ich werde die Proben sammeln. Gut, dann geht. Kehrt hierher zurück, sobald ihr die Proben habt. Ein einfaches Ritual wird uns verraten, was wir wissen wollen. In der Zwischenzeit werde ich meine Notizen über Freivens Verschwinden zu Rate ziehen. Warum hat Avi euch eine Schlaufrau genannt? Weil ich schlauer bin als die meisten Nord? Ha, ich scherze. Die Leute aus dem Norden fürchten Magie. Man versteht etwas nicht? Dann muss es gefährlich sein. Sie glauben, meine Macht käme vom Listenreichen, von Shaw. Wenn er so schlau war, dann muss ich das wohl auch sein. So sehen es die Nord. Lebt ihr deshalb auf der Straße? Nee.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Narren glauben, sie könnten die Wirkung von Magie abwehren, indem sie sie von sich wegschieben. Und doch bin ich die Erste, die sie aufsuchen, wenn sie krank werden oder meinen Daedra gesehen zu haben. Kannte dir frei werden? Das tat ich. Sie wurde von der ganzen Stadt geliebt. Sogar von jenen unter uns, die man an den Rand gedrängt hat. Ihr Verschwinden war ein harter Schlag. Und die Umstände... Nun... Wir sprechen übrigens von der Stadt Mortal, ne? Die 5 Häuser, die da hinten stehen, das ist eine Stadt. Was war das für Umstände? Nein. Nein. Ich werde euch nichts erzählen, auf das ihr kein Anrecht habt, es zu wissen. Zumindest nicht so lange, bis ich begreife, was hinter diesen Angriffen steckt. Kommt mit den Proben wieder und ihr könnt mehr erfahren. Ja, ich zieh Menschenfleisch. So. Wo habe ich diese Runensteine wieder hingetan? Was habt ihr denn damit vor? Ich brauche mehr Leichen. Glaubt ihr, es ist irgendwie so einfach, einen Dämon aus dem Ärmel zu schütteln, wenn einem danach ist? Ich brauche Blut, frisches Blut und Menschenfleisch, um meine Magie zu verstärken. Ich erwarte eine kurze Antwort von euch. So. Leroy Jenkins. Das Vergessen soll euch holen. Genau. Liebes ESO-Team, wieso schickt ihr mich von A nach B auf die andere Seite? Kann man das nicht irgendwie näher packen? Warum lässt ihr uns Spieler immer so zappeln? Boah, dieses Geräusch, ey. Uah. Ach, das ist ja doch gar kein Blut. Ach, mein Freund, die Nase ist wieder da. Solch schlampige Magie. So ungeübt. Hallo? Was ist das denn? Deine Mutter. Der Geruch des Todes steigt mir in die Nase. Sorry, das war ich. Eure Zeit mit den verfluchten Kreaturen hat euch gezeichnet. Hoffentlich nicht auf Dauer. Während ihr auf der Jagd wart, waren meine Studien fruchtbar. Habt ihr das Blut und die Haut, die ich brauche? Damit vervollkomme ich mein Verständnis des Fluchs. Ja, bitte. Ja, die sollten wunderbar funktionieren. Frisch, unversehrt, bebend vor Magie. So sollte es ein leichtes Ritual werden. Sie fühlen sich eisig an. Hoffentlich haben sie euch nicht zu viel Ärger gemacht. Vielleicht haben diese wandelnden Leichen ihre Haut freiwillig abgegeben. Ha! Ha! Was wird uns das Ritter sagen? Viele Dinge. Ist das ein Zauber oder ein Fluch? Woher bezieht er seine Macht? Magie hat einzigartige Muster wie ein Fußabdruck im Schnee. Wenn es mir bekannt ist... Könnt ihr damit vielleicht die Quelle aufspüren? Doch erst muss ich dieses Wissen extrahieren. Ich werde auf der Arbeit das Ritual warten. Ich werde auf der Arbeit da warten, genau. Gut, es wird nicht lange dauern. Morgen fertig, ne? Der Verlust eines Fremden könnte unser Gewinn sein. Ach, Bastian. Wie ich befürchte. Jesus. Kommt, lauscht einer Geschichte. Bastian, was bist du denn für ein... Bastian, ich bin empört. Du regst dich auf, wenn ich Zivilisten abschlachte, die als Gegner gekennzeichnet werden vom Spiel. Und jetzt sagst du, oh, das ist doch niemand schlimm, wenn jemand verliert hier. Das Ritual bestätigt meine Befürchtungen. Ich erkenne den Fluch wieder, der das Leben um Mortal verdorben hat. Vor vielen Jahren tötete eine Todesmagierin namens Maxton
eine Gruppe von Stadtwachen in den Ruinen von Kjenstak. Dieselbe Magie belebt nun diese Untoten. Untoten? Warum hat Maxton die Stadtwachen ermordet? Stadt, Mortal. Ich kenne nur Gerüchte. Man sagt, Maxton habe Freiwen entführt und dann in die Ruinen gezwungen. Natürlich schickte der Jarl Wachen los, um seine Tochter zu retten. Doch gerade als sie kamen, zog ein Eissturm auf, der die Soldaten an Ort und Stelle einfror. Was ist aus ihr geworden? Sie war verschwunden. Bis jetzt, wie es scheint. Doch die Verbindung zwischen Freywens Geist und diesem Fluch ist nach wie vor unklar. Um ein Heilmittel zu finden, muss ich Maxtons ursprünglichen Zauber kennen. Geht nach Osten zu den Ruinen. Bergt alles, was das Wesen ihrer Arbeit offenbaren könnte. Ja. Gut. Trefft mich in Mortal mit allem, was ihr findet. Ich möchte mir die Wunden ansehen, die diese Untoten hinterlassen haben. Und nehmt diese Rune. Sie trägt eine Verzauberung, die euch vor den schlimmsten Auswirkungen des Fluchs schützen wird. Zumindest zeitweise. Nimm doch diese Trinkschlauch mit. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Bastian, du sorgst für Stoff. Für jeden dieser Satz gibt es jetzt irgendwie ein Gummibärchen. Ich werde morgen Bauchschmerzen haben. Hä, wo soll ich denn hin? Spiel? Willst du mir irgendwas sagen? Spiel? Spiel! Geht nach Hause, habe ich gerade gelesen. Wo soll ich hin? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist es denn jetzt schlimm? Das waren die Brüder Grimm. Ahnenseide gehört in die Tasche. Und Wölfe machen ein großes Geraschel. Und Eis zerspringt hin links und rechts. Und dann gibt es... Toll, danke. Danke, dass ihr mich stunt. Könnt ihr bitte leiser sein? Das ist zu laut auf dem Ohr. Die euch in dieser Sache sicher geliebte. Die Bärchen haben Sache. Absolut. Ich habe dieses Ritual über Jahre hinweg erforscht. Ich brauche nur eure Hilfe. Helft ihr. Oh, die haben sich aufgelöst. Oh nö, jetzt kommt das schlimmste Viech der Welt. Ach ne, nicht in dem Spiel. In Skyrim gibt es ja den fettesten Boss irgendwie. Irgendwo im Eis. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da gestorben bin. Da hat mich gewone-hittet. Das war so ein asoziales Viech. Der war jetzt nicht schlimm. Hart. Aha. Neues Buch entdeckt. Gut. Ihr könnt Pause machen und dann lesen. Ne? Ich habe keinen Bock zu lesen. Ich habe Stimme. Ruin verlassen. Erklärt, warum ihr mir folgt. Mann, bist du eine kalte Frau. Wer seid ihr und warum verfolgt ihr mich? Erst auf Havils Hof und nun taucht ihr auch noch unversehrt aus diesem verfluchten Ruin auf. Jesus, was war denn das? Wer
seid ihr? Und warum verfolgt ihr mich? Erst auf Haviels Hof und nun taucht ihr auch noch unversehrt aus diesen verfluchten Ruinen auf. Falls Max denn euch geschickt hat, um mich zu ihr zurückzuholen, daraus wird nichts. Sollten sich einfach alle fernhalten, bevor ich noch mehr umbringe. Alle glaubten, ihr wärt tot. Ich bin auf der Suche nach einem Fluch, der Menschen in Zombies verwandelt. Nein, ich lebe noch. Fürs Erste. Der Fluch, der auf mir liegt, wird mich bald töten. Ich hatte nur gehofft, nahe meiner Heimat zu sterben. Ich will keine Leben mehr zerstören. Oder zusehen müssen, wie Erinnerungen an mein Leben auferweckt werden, um mich zu verhöhnen. Wie halten wir eure Fluch auf? Seine Macht wächst mit der Lebensenergie, die er mir entzieht. Der Fluch endet somit mit meinem Tod. Ich will mich nur von meinen Eltern verabschieden. Auch wenn es mir nicht zusteht, um Gefallen zu bitten. Könntet ihr meiner Mutter eine Nachricht überbringen? Sagt ihr, Entschuldigung für alles. Ja, das mache ich. Ich spiele gerne irgendwie Boot oder so. Es ist mein Job in dem Spiel. Vielen Dank, Fremde. Bitte bringt ihr dieses Medaillon, damit sie weiß, dass die Nachricht von mir ist. Sagt Mutter, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Es gibt einen Ort in der Nähe, den ich liebe und von dem aus ich sehen kann, wie die guten Leute von Mortal ihr Leben leben. Ich kann dort in meinen letzten Momenten glücklich sein. Warum hat Max euch so verflucht? Was sind das denn für Lichter? Das war nicht, was sie geplant hatte. Max denn glaubte, sie könnte ihre magischen Fähigkeiten verstärken, wenn wir mit jenen mächtigen Geistern Zwiesprache halten, die Ruinen von Kienstag bewohnen. Sie bat um meine Hilfe bei der Durchführung des Beschwörungsrituals, doch es ging schrecklich schief. Was ist geschehen? Max denn hat falsch eingeschätzt, wie schwer das Ritual ist. Während sie kämpfte, überzog Eis die Wände und die Winde brausten wild umher. Fast hätte sie die Kontrolle zurückerlangt, doch plötzlich stürmten Tane Elstrom und seine Wachen die Ruine. Maxtens Konzentration war dahin und das Ritual entlud sich. Das hat also die Soldaten eingefroren. Es beschämt mich, das zugeben zu müssen, aber ja, all diese Soldaten, meine Freunde und Nachbarn sind tot. Durch mein Wirken. Und nun bringt meine Rückkehr in die Heimat noch mehr Leute um. Dem Ende so nah zu sein, ist ein Segen. Ich sah eine Erinnerung, in der ihr Maxten eure Geliebte nanntet. Der ihr Maxten eure Geliebte nanntet. Okay, Maxten habe ich jetzt nicht gesehen. Irgendwie bin ich jetzt total verwirrt. Oh ja, das war sie. Ich liebte sie sehr. Oh. Und ich habe wirklich geglaubt, dass Maxten mich auch liebte. Als sie erkannte, dass sie mich versehentlich verflucht hatte, schwor sie, einen Bannzauber dafür zu finden. Doch im Lauf der Zeit bestand ihr einziges Interesse darin, ihre nekromantischen Kräfte zu mehren. Ah, Maxton war also scheiße. Ich hab einen von Maxton nekromantischen Experimente an der nördlichen Küste ein Ende gemacht. Leider ist das keine Überraschung für mich. Nachdem ich meine Heimat verließ, fürchtete ich schon, dass Maxton ihre Gier nach Macht nicht mehr im Griff hatte. Ihr Ehrgeiz zog mich ja an, als wir uns das erste Mal trafen. Im Lauf der Zeit wurde ihr Denken immer engspuriger. Schließlich erkannte ich sie nicht wieder. Dann hat sie euch gar nicht entführt. Ist es das, was man sich erzählt? Nein, ich habe mich ihrem Ritual freiwillig angeschlossen. Was mich genauso schuldig macht, dass es so viele Opfer gab. Vielleicht hätte ich sie überzeugen sollen, nicht so viel Macht nachzujagen. Vielleicht wären wir dann noch zusammen. Tja. Okay, ich wusste, dass ihr Gegner wart. Ich wollte sowieso nicht da lang. Gut, prinzipiell ist Scheiße immer noch da. Die Gegner sind ja noch schlimmer. Ich gehe dann. So, prinzipiell, ich gehe jetzt zurück nach Mortal. Ich bin ja Postbote hier in dem Spiel. Kann ich die Nachricht nicht an irgendeine Packstation abgeben? Und die Königin kann sich das dann abholen? Und nur um die Königin zu ärgern, packe ich das woanders hin. Noch weiter weg. Ist das nicht schön? Das ist mir heute passiert.
Liebes Postunternehmen, wieso macht ihr das denn, wenn man das eingibt, dass man das dahin haben möchte, was näher zu Hause ist und was auf dem Arbeitsweg nach Hause liegt und ich das direkt abholen kann? Warum packt ihr das 3 Kilometer woanders hin? Seid ihr beschränkt? Habt ihr keine Lust zu fahren? Ich will mich nicht beschweren. Ich konnte mal eben eine Stunde länger Musik hören. Bis eine Versammlung einberufen wird, soll laut Jarl Reddan Prinzessin Svana das Königreich regieren. Die Prinzessin? Sie ist jung, aber in der Krise hat sie... Ja, die Prinzessin ist toll. Ihre Mutter wäre stolz. Bastian, guck mal. Lol, klappt sogar. Was soll ich denn hier machen? Wo soll ich denn hin? Hä? Ich soll doch mit Fürsten sprechen. Wo sind die? Da oben. Genau über mir. Was macht die Fürstin? Könnt ihr ihm helfen, Hexe? Wo bist du überhaupt? Der Fluch lässt sein Fleisch verrotten. Ich gab mein Bestes, doch es ist temporär. Was machst du denn in einer Spelunke hier? Gut, ihr seid zurück. Die alte Mjolen hat mir von eurer Entdeckung auf dem Hof erzählt. Sie glaubt, dass Freivens Geist irgendwie diesen Fluch verkündet. Ich habe über all die Jahre an der Hoffnung festgehalten, sie könnte überlebt haben. Endlich zu wissen, was ihr widerfahren ist, ist trotz allem eine Erleichterung. Freivin ist noch am Leben, doch ihr Fluch wird sie bald killen. Sie hat mich gebeten, euch diesen Gegenstand hier zu geben. Sie lebt noch? Ich fass es nicht. Nach all diesen Jahren kommt Freivin endlich nach Hause und ihr sagt mir, dass sie im Sterben liegt? Warum sollte sie mir dieses Medaillon übergeben wollen? Ich muss sie sehen. Es gibt so viel zu sagen. Wo ist sie? Bringt mich zu ihr. Sie erzählte mir von einem Ort, von wo aus sie auf Mortal, auf diese epische Megastadt, blicken und glücklich sein kann. Ist es beim Wasser, wo die Boote anlegen? Oder vielleicht ihr Schlafzimmer, wo sie den Leuten vom Fenster aus zusah? Genau, die Yachten. Der Baum. Oh, Freivin, der alte Baum im Wald über Mortal. Dort verbrachte sie Stunden. Wir müssen aufbrechen. Ihr könnt nicht zu ihr gehen. Der Fluch bringt jeden um, der sich ihr nährt. Doch ihr habt überlebt. Oh, die schlaue Frau schützt euch. Ich respawn Sprecht einfach. Bitte mit der alten Njolen. Sie weiß so viel mehr über Magie als jeder andere in Mortal. Es muss etwas geben, um meine Tochter zu heilen. Okay. Vielen Dank. Ich brauche einen Augenblick, um alles zu verarbeiten, was ihr mir erzählt habt. Und behaltet das Medaillon. Ich weigere mich, es an mich zu nehmen, solange es noch Hoffnung gibt, dass Freivin überlebt. Ach, ein Rücksendungsauftrag. Also habt ihr Freivin lebend vorgefunden? Nein. Eine unerwartete, aber erfreuliche Wendung. Vielleicht können wir sie doch noch retten. Was habt ihr mir aus den Ruinen mitgebracht? Ich muss mehr über die Pläne der Nekromanten wissen. Ich habe Ritualnotizen und einen zerbrochenen Fokus gefunden. Lasst mich einmal sehen. Let's see. Grässlich. Blech. Die Fantasien eines Kindes. Wer mit Magie spielt, öffnet der Gefahr Tür und Tor. Die Energien an der Ruine haben sie sicher überwältigt. Doch dieser Splitter. Sagt mir, hat Freivin euch die Visionen ihres Geists erklärt? Sie sagt mir, dass der Fluch Änderungen aus ihrem Leben erweckt. Ja, genau das musste ich wissen. Magstens Ritual hat die Geister in den Ruinen verschlungen. Sie wollte sich Macht aneignen, indem sie ihre Erinnerungen absorbiert. Freivins Fluch entzieht ihr Lebensenergie und manifestiert diese dann als ihre eigenen Erinnerungen. Mit ihnen werden wir sie heilen. Was haben Freivins Erinnerungen mit der Heilung zu tun?
Indem wir sie mit ihrer eigenen Lebensenergie überfluten, brechen wir den Fluch. Gebt mir ihr Medaillon. Ah, ja. Es summt von der Kraft unbändiger Gefühle. Sobald es eingestimmt ist, könnt ihr darin Freiwinds Erinnerungen absorbieren. Füllt es mit ihrer Energie, damit wir sie vor dem Tod bewahren können. Das konntest du fühlen? Boah, ist mein Charakter eiskalt. Genauso wie Freiwind. Spürt einfach nichts mehr. Ich werde Freiwinds Erinnerungen in ihr Medaillon absorbieren. Gut. Ich? Hier ist das Medaillon. Nineta hat zwei Orte erwähnt, die Freiwind besonders geschätzt hat. Den Anleger und ihr Schlafzimmer. Vielleicht findet ihr dort Manifestationen. Wenn ihr fertig seid, trefft mich hier an der Taverne. Ja. Dann machen wir weiter. Manifestation im Schlafzimmer, okay. Ihr sagtet, dass die Ruinen von Kienstag Maxton überwältigt hätten. Welche Geister gab es dort? Den Geist der vergangenen Weihnacht, der zukünftigen oder Gegenwart? Nun ja, wisst ihr, damals in... 3000 Jahren. Lieber nicht. Vielleicht sollte dieses Geheimnis auch zu Staub zerfallen. Diese Ereignisse zeigen, dass man diese Ruinen besser ungestört lässt. Okay. Ich will auch nicht näher drauf eingehen. Ha! Wenn das in echt gewesen wäre, dann wäre ich jetzt darüber gefallen und hätte mir den Kopf aufgeschlagen. Das wäre jetzt lustig, wenn Esu so eine Ragdoll-Physik hätte. Oh nein, ein Kilogrammsturm. So, in der Halle. Das ist ja nicht so. Wo ist denn das? Das ist höher, okay. Dann gucken wir doch mal. Ist noch höher. Was habt ihr denn hier für Häuser, sag mal? Das sind ja grauenerregend. Ja, dieses Medaillon. Gehörte das nicht euch? Ja, Liebling. Und nun gehört es euch. Behaltet es nah an eurem Herzen. Ha, ich hab's eingesammelt. Neues Buch entdeckt. Ups, sorry. So. Ich habe Zeitdruck. Ich kann das jetzt nicht lesen. Ihr könnt es lesen. Das war die erste Erinnerung. Jetzt die zweite ist draußen. Okay. Da hinten. Hatte viel Spaß auf dem Wasser. Jetzt auch noch nicht. Scheiße. Ups. Oh ja, ich liebe es zu erkunden. Am liebsten würde ich gleich wieder los. Ich glaube, ich habe die Erinnerung gebraucht. Ich hab zu schnell Leertaste gedrückt. Rasch, zu mir. Wir haben wenig Zeit. Steht auch vor dir. Eure Rückkehr könnte zu spät sein. Tja. Fürstin Nineta ist losgelaufen, um sich mit Freiwin an dem beschriebenen Baum zu treffen. Sie wollte bei ihr sein, bevor es zu Ende geht. Wenn wir nicht rasch handeln, wird sie sterben. Wart ihr erfolgreich beim Beschaffen der Erinnerung? Ja, hab ich. Dann können wir dieser Tragödie ein Ende machen. Doch wir müssen sofort handeln. Na los! Geht und schließt euch ihnen unter dem großen Baum an, der Mortal im Osten überblickt. Ich werde euch dort treffen, sobald ich mich vorbereitet habe. Was mit dieser Gangsterkette hier? Bringt es mit. Wenn mein Ritual, um Freiwind zu heilen, seinen Höhepunkt erreicht, müsst ihr das Medaillon vor euch halten. Ihre Lebensenergie wird in sie strömen und der Fluch sollte gebrochen werden. Ich warne euch. Das mag schmerzhaft für sie sein, aber es ist nötig. Alles klar, dann werde ich sie foltern. Wenn ihr ankommt, dann wartet auf mich. Lasst sie nichts Übereiltes tun. Es wird nicht lange dauern. Tut das und Mortal wird für immer von diesem Fluch befreit werden.
Nun, beeilt euch! Ich glaube, sie hat den Timer, weil wir sind bei 30 Minuten in dem Video und sie muss auf den Timer gucken. Die Mjolin ist also in zeitlicher Übermacht. Zeitliche Übermacht, ich kann auch nicht mehr reden. Ist geil. Ist richtig gut. Ist kalt. Come on, stirb. Das bringt euch um. Freiwen, ich dachte, ihr wärt tot. Ich verlasse euch nicht, selbst wenn es mich umbringt. Es bringt euch schon um. Bitte haltet euch fern von mir. Mutter, nein! Mineta? Oh nein, wir müssen rasch handeln. Setzt die Halskette ein, wenn ich es sage. Ach, es brennt, Mutter! Beeilung! Benutzt die Halskette, setzt ihre Energie frei! Ja. Was ist hier los? Ihr habt es geschafft. Ich kann es kaum glauben. Ihr habt mir Freiwen zurückgebracht. Hab Dank. Ich habe so viele Fragen an sie. Und der Jarl, er weiß es noch gar nicht. Wir müssen... Bitte, gebt mir einen Augenblick. Geht's euch gut? Ich denke schon. Ich konnte spüren, wie meine Haut gefror. Für eine kurze Zeit dachte ich, dass mein Ende nahe wäre. Ich wollte doch nur, dass Freiwen weiß, dass sie nicht allein ist. Was geschätzt, ja. Was geschieht jetzt mit Freiwen? Sie hat so viele Leute gekillt. Ich weiß es wirklich nicht. Freiwens Rückkehr wird viele Fragen in Mortal aufwerfen. Der Jarl und ich müssen besprechen, was wir sagen. Wenn wir überhaupt etwas darüber sagen wollen, was hier geschehen ist. Ich habe euch zu Beginn eine Bezahlung versprochen. Geld. Bitte sehr. Ich bin äußerst dankbar. Geld. Geld und Gold, das liebe ich sehr und habe ich es erst von anderen, dann gebe ich es nicht mehr her. Freiwen, geht es euch gut? Mutter, ich dachte, ich hätte euch umgebracht. Ich würde euch nie verlassen. Es ist vorbei. Ruht euch aus. Dann kehren wir in die Siedlung zurück. Ihr habt viel zu besprechen. Jetzt wurde aus der Stadt eine Siedlung. Jetzt ist Mortal degradiert worden. Gut, hey, das hat sich doch gut gelohnt hier. Schließt Quest der lange Weg nach Hause ab, um... Dings. Okay. Hat gut funktioniert. Danke fürs Zusehen.